So, ein wunderschön. Ja, Problemchen. Wenn man sieht, der Browser ist weg. Oh mein Gott, was ist passiert? Ja. Der Browser ist mir warum auch immer abgestürzt. Beziehungsweise nicht abgestürzt, sondern er hat sich aufgehangen. Ich habe offen gesagt keine Ahnung warum. Ich habe gerade ein YouTube-Video geguckt gehabt. Und als ich von dem einen Video zum nächsten Video springen wollte, da hat er ewig geladen und man hat sich dann der Kreis aufgehört zu drehen. Und ich wollte offen vorlesen, was rausgehen, hat nicht reagiert, also bin ich rausgegangen, also manuell raus, habe Hardtop gestartet und ja, der gesamte Chrome-Prozess hat auf nichts mehr reagiert, auch auf SigTerm hat er nicht mehr reagiert und ich musste ganz Chrome mit Wickel killen. Ja, aufgrund dessen leider natürlich unsere Combo im Arsch. Macht aber nichts. Ich hatte es glücklicherweise tatsächlich geschafft, 25 Seelen, Rubine zu bekommen. Das heißt, wir scheißen jetzt gerade einfach mal auf alles und machen instant direkt eine Ascension. Und dann können wir direkt wieder starten mit dem mit der Combo. Ja, ganze Ladekack-Screen hier wieder. Ist ja nett. Ich hoffe nur, dass er das auch, wo ich war, gespeichert hat. Ich weiß nicht, wie er das speichert. Weil er speichert das ja intern als Cookies. Jetzt weiß ich nicht, ob er das speichert, wenn man die Seite schließt oder das Spiel was macht. Oder ob er das immer zwischendurch mal speichert. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir immer noch die 25 Rubine haben. Das wäre mir ganz nice. Ich gehe mal auf Vollbildmodus. Also, gehen wir mal hier wieder alles reinrücken. Bam. Spielen. Und blablabla. Bam. So. Hallo. Hallo. Ja, 30. Gut. Ja, haben wir. Okay. Dann 14 hellen Seelen. Nicey dicey. Bop. Wieder und wieder steige die Welt 5 mal auf. Gott, wir sind schon 5 mal aufgestiegen. Ja klar, doch, stimmt, klar. Macht Sinn. So, okay. Dann aktivieren wir gleich mal die Combo. Gut. Damit sind wir in der letzten Ascension vor der Transcension. Das heißt also, mit der Ascension werden wir uns jetzt echt viel Zeit lassen. Erstens müssen wir bis Level 300 kommen. Wir brauchen sowieso ein bisschen länger. Und zweitens, ja, gucken wir mal, wie weit wir überhaupt kommen. Also wir brechen nicht direkt bei Level 300 ab, sondern gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Weil umso weiter wir kommen, desto mehr Heldenseelen bekommen wir ja auch. Ne? Und das ist natürlich genau das, was ich brauche in meinem Leben. Nice, wir können dreimal Gold einsammeln. Das ist nicht schlecht. Du bist natürlich komplett Schwachsinn. Du gehst mal bitte hier hin. Tja, das heißt, wir haben jetzt, ja, wie gesagt, wir haben heute noch mal zwei auf. Ich werde mir jetzt noch Zeit lassen. Also, ist ja wieder eine kombinierte Aufnahme, heißt also, diese Aufnahme wird wieder aus Teil 2 Unterteilen bestehen. Aber ich werde sie bei weitem nicht auf eine Viertelstunde limitieren, sondern wir gucken einfach mal, wie jeweils, wenn wir fertig sind. Kann also durchaus sein, dass der erste Teil, der jetzt wesentlich länger als eine Viertelstunde geht und der nächste Teil heute Abend wieder wesentlich kürzer ist. So wie bei der letzten Aufnahme. Ich lasse einfach alles offen. Mal gucken. Gut, was wir zuallererst machen? Das geht nicht, da sind wir noch zu schwach. Ach ja, siehst du, unsere 17 Helden sind erstmal hier verballern. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Ich speichere mal erstmal. Ich weiß nämlich nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich jetzt gerade vorhabe. Dann sag ich einfach mal, wir sind jetzt Level 6. Wir werden so niemals auf Level. Nee, das funktioniert gar nicht. Ja gut, okay. Dann gucken wir mal, was wir noch so beschwören können. Gold, ja la. Können wir auch machen. Den würden wir jetzt sogar auf Level 5 bekommen, aber das würde uns gerade 25% Gold bringen. Das ist vergleichsweise gar nichts. Das hier klingt schon nach mehr. Damit
Also 100% plus klingt erstmal nach viel. Damit kriegen wir aber maximal einen Boss mehr raus. Heißt also, wenn wir es normalerweise bis Level 250 schaffen würden, würden wir hiermit es bis Level 255 schaffen. Also, es bringt unterm Strich weniger als es klingt. Und das hier... Hier gilt eigentlich das Gleiche. Wisst ihr was, wir lassen die einfach, dann machen sie 170% extra Schaden, so. Pff, ganz ehrlich. Ja. So, ansonsten. Genau, er macht das mal, wir gucken hier. Ja, 100 Level mit einmal geht leider nicht, das heißt, wir müssen uns wieder hier langsam annähern. Wir machen ihn erstmal hier relativ hoch. Danke, danke, danke. Mann, ich hasse das. Warum ist das bei der PC-Version oder bei der Web-Version so behindert gelöst? Das ist Bullshit. Das Witzige ist, bei meiner mobilen Version habe ich auch gerade eine Sentry gemacht. Kurz bevor mir der Browser hier abgeschmiert ist. Ja. Oder nicht abgeschmiert, sondern aufgehangen. Ist ja ein Unterschied. Danke. So, können wir dann gleich schon mal 20 Level hinterher? Ey, komm, wir machen erstmal das hier. Bap, 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 bap. Erstmal hier unser Monster hochziehen. Geht ja sehr gut. Warum sind wir so schwach auf dem. Ja, gut, klar, weil unser Kombat relativ niedrig ist. Ja, gut. Der ist aber traurig. Wir würden 38 Helden zurückbekommen. Das heißt 38 plus 17 sind 45? Fragezeichen. Das heißt, wir hätten 1, 3, 6, 10, 15, 21. Das ist der Standort, den wir auch jetzt sind. Aber warum will man den 38 Helden zurückbekommen? Auf die viel lange bereits verbraten. Ach halt, stopp! Der hält sich anders berechnet. Der hat ja nicht diesen klassischen VD bei dir hier, sondern der hat ja hier mit diesem Faktor, mit diesem 1,25n. Beziehungsweise 1,5n. Gott, ist er behindert. Ah ne. Lassen wir so. Lassen wir einfach alles so wie es ist. Das bleibt alles so wie es ist. Okay. Ja. Alter, wie flackert das der Bildschirm immer so? Kriegst ja Panikattacken. Gut. Wir kümmern uns mal hier um. Danke, danke. Aua, aua, aua. Ich würde mal sagen, dann machen wir es am besten genau andersrum. Dann lasse ich die Aufnahme hier relativ kurz, weil dadurch, dass unsere Kombat noch so gering ist, sind wir halt erstmal ein bisschen brauchen, bis die Kombat überhaupt so hoch genug ist, dass wir wirklich was Brauchbares schaffen. Und dann warten wir damit lieber bis zur nächsten Aufnahme. Heißt also, ich versuche jetzt erstmal nur bis Level 35 zu kommen, damit ich dann in der Zwischenzeit schon mal Rubine farmen kann. Und dann machen wir auch an der Stelle schon mal einen Break. Und mein Tablet wird schon wieder abgestürzt. Yay! Wow. Bin begeistert. Danke. Bitte Klicker! Ah. Erhöht den Schaden von allen! Hmm.
Wow. Mein Hund braucht eine neue Kühlanlage. Mein Hund braucht eine neue Kühlanlage. Ja, ich arbeite, ist gerade hier wieder auf der Tür alles, weil es warm ist. Was man vielleicht auch im Hund hört. So. Nein, mein Hund kriegt keine Bäume. Gut. Ich würde gerne hier noch hoch, aber die Frage ist, bringt das noch so viel? Ich sag mal ja und kopf einfach mal blind drauf los. Bringt das hier so viel? Ich sag mal ja und kopf einfach blind drauf los. Bringt das so viel? Oh ja. Und kopf blind, scheiße. So, haben wir schon mal Level 30 geschafft, dann haben wir es ja gleich bei Level 35. Ja. Bom, bom. Ah, komm hier, mach mal ein. Wow, ein Level. Das hat ja voll viel gebracht. Aber ich sag mal so, sieht aus, als wenn wir Level 35 gleich haben. Von daher. Ja, komm mal, naja. Das dauert ja ewig. Ah, geht doch. So, okay. Und der nächste. Waldaufseher Glubschi. Was ein Name. Du bist doch behindert. So. Den Boss bei Level 35 müssen wir schaffen. Das heißt also, ich werde versuchen, ja, den halt zu schaffen. Und ab Level 36 werde ich dann praktisch ja pausieren. Also hier wieder Ding rausnehmen. Und dann sehen wir mal. Dann und dann gleich bald wieder. Und dann haben wir drei. Lolala, schaffen wir doch locker. Oder auch nicht. Jetzt schaffen wir es locker. Gut, dann würde ich mal sagen, und warten, bis Zeit rum ist. Easy! Und damit würde ich mal sagen, machen wir erstmal ein Projekt, dann sehen wir uns gleich wieder. In dem Sinne, schau mit V. So, wunderschön. Ja, dann kommen wir jetzt zur heute erstmal letzten Folge. Gut, dann genug geeignet. Erstmal weiter hier. Dann gucken wir gleich mal, was wir machen könnten. Auf jeden Fall auf dich auf jeden Fall erstmal auf Level 10. Das. Oh, wir haben hier ein paar Söldner. Die was. Ah, okay, okay, sehr geil. Aber das sind so eine Pfennigbeträge hier, ey. Das ist ja. Ah, ja. Gut, warte mal ein bisschen. Gut. So. Boah, Alter, können wir auch schon viel kaufen. Halle, ja, das gefällt mir. So, dann machen wir das auch gleich mal hier. Na, wir sind ja hier nicht von schlechten Eltern. So. Gut. Ja, Instakill. Damit kommen wir also die nächsten Levels erstmal gut durch. Ist auch ganz geil so. Wir haben hier noch eine Menge vor uns. Wir sind gerade mal Level 50. Knapp. Ungefähr. So. Während hier unten schon mal alles. Oh, ein Fisch. Schon wieder kein Rubin. Ja, ich habe in der gesamten Zeit gerade mal 8 Rubine bekommen. 7 Rubine. 7. Das ist echt traurig. Aber gut, das willst du machen. Gut. Was wir auf jeden Fall mal machen, ist hier oben mal ein bisschen weiter Level.
wieder alle auf Level 100 bringen. Soweit wie es denn sinnvoll ist. Ich hoffe mal, mein Taschengeld reicht dafür. Sieht aber gut aus. Noch ein Fisch. Jetzt! Boah, zwei Rubine. Halleluja. Ist das ein Wink des Schicksals? Mag uns unser Schicksal auf Eier? Oh Gott, schon wird's knapp. Fuck damit. Gut, da kommen wir erstmal hier. Upgrades. Gut, Preis wird nicht mehr niedriger, also wir haben wahrscheinlich alle. Sehr schön. Gut, hier oben ist was, Level 125. Kriegt da. Oh, hier ist auch noch. Ah ja, stimmt, der war ja was mit Level 150. Hat er auch. So, hier unten. Hä? Da ist schon ein Häkchen dran, obwohl es. Okay. Ist das jetzt ein Anzeigefehler oder wer oder wie oder was? Was geht denn da ab? Na gut, lassen wir erstmal. Oh, Mist. Einmal nicht geachtet und schon kacke. So, okay, dann Darm und Darm. 10 Level kriegen wir nochmal hin. Noch nicht, aber gleich. Und schon kriegen wir es hin. Sehr schön. So, und wir brauchen noch mal ein bisschen Gold. So, wir sind schon Level 65. Nicey dicey. Kunst des Schwertkampfs. Was auch immer. So, sehr schön. Gut, dann gucken wir mal hier weiter. Haben wir. Mal wieder ein bisschen unsere Helden weiter leveln. Oh, vor allem die König Medias. Ich muss mal gucken, was diese blauen Dinger immer sind. Können wir gleich machen. Klicker. Weil bei meiner mobilen Version sind mir die noch nicht aufgefallen. Aber ich habe Münzen bei mir auch, glaube ich, komplett deaktiviert. Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht mal, ob ich überhaupt Münzen habe bei mir. Glaube ich nämlich nicht. Klick habe ich ja komplett falsch geschrieben. Schreibe ich da noch für eine Kacke? Ich weiß nicht mehr, wie man Klicker schreibt, Alter. Geht doch. Coins. Ist irgendwie so ab und zu, wenn man ein Wort schreibt, ob man etwas falsch schreibt, dann kommst du nur noch durcheinander. Und deswegen hab ich es nur mal angewöhnt, wenn ich ein Wort falsch schreibe und bei der ersten Versuch der Verbesserung scheitere, gleich komplett neu zu schreiben. Gold. So. Glalala. Ah. With the help of Fortuna, there is a chance that monster can. Oder wir haben noch Fortuna gar nicht. Du hast plenty of gold. Verse as much as gold coins. With enough level, Fortuna can take this chance all the way up to 100%. This can even affect the treasure chests. Wie gesagt, Fortuna haben wir doch gar nicht. Wow, was war das gerade? LOL! jeder, der weiß, warum das so ist, oder dass in die Kommentare schreibt, kriegt einen Keks. Ach, warte, ich erkläre es einfach gleich. Das hier ist eine blöd programmierte GUI. Normalerweise ist der Button, also ist ja, hier ist ja ein Button, wenn man draufklickt, interagiert man, und wenn man mit der Maus drüber fährt, interagiert er auch schon. Deswegen ist ja auch diese Einband-Animation. Das Problem ist, wenn man hier unten ist, ja, wie kann man das am dümmsten?
Der Button ist, wenn er, wenn die Maus nicht drüber ist, etwas größer. Wenn man mit der Maus aber drauf ist, dann ist er unten, wird er etwas kleiner. Das heißt also, der Button ist relativ groß, der bereits wohl guckt, ob die Maus drauf ist. Dann geht die Maus drauf, dann geht er in die andere Animation, da ist er unten aber ein bisschen kleiner. Damit ist dann die Maus drunter. Dementsprechend wird wieder die Animation oder die Grafik eingeblendet für die Maus ist nicht drüber, wird das wieder größer, dann ist die Maus wieder drauf, wird kleiner und dadurch kommt dieses Flackern, wenn man genau bei dieser richtigen Position dafür ist. Ja, es kann daher kommen, dass es vielleicht ein bisschen schlampig programmiert ist, kann aber auch daher kommen, dass das hier falsch interpoliert wird, weil ich Zoom drin habe. Können wir mal ganz kurz gucken, ob es auch passiert, wenn ich den Zoom rausnehme. Okay, da auch, dann ist es wirklich direkt aus dem Flash-Game. Ja. Gute alte Programmierarbeit. Nett. So, okay. Ja, Fortuna haben wir gar nicht. Wüsste ich dann tatsächlich gerne, warum wir schon diese Coins haben. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die bringen 10-mal mehr Gold. Was ich ganz witzig finde, wo ich dachte, der Goldwert, den man bekommt, ist sowieso fest. Also ist auch in dem Moment egal, ob man das als gelbe Coins bekommt oder als Platin-Coins. Na gut. Lassen wir das so. Okay. Danke, danke, danke. Na komm. Dankeschön. So, ja, sehr gut jetzt hier. Du warst für dein Geld. Danke dafür. So, ja. Was wir jetzt mal machen könnten ist... Ach komm, wir aktivieren einfach mal die Dinger hier. Dann geht das ein bisschen schneller alles hier. Wir können jetzt mal weiter gucken. Aha. Und schon reicht das nicht mehr. Ich glaube es nicht. Ich glaube es hackt. Ah, könnte ich mir die jetzt, wenn wir halt ganz lieb, wenn wir den nicht schon mal hochleveln. Dann können wir bis morgen früh noch mal extra viel Geld sparen. Ah, brauchen wir Kohle. Brauchen wir Money, Money, Money. Gut, ich aktiviere erstmal die ganzen Upgrades hier. Hopp. 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 Okay, das war's. Alle. Alle aktiviert. Ja, alle aktiviert, sehr schön. Okay. Ja, na gut, okay, außer die, für die wir kein Geld haben. That makes sense. Das hier zum Beispiel. Gut, komm, wir nehmen jetzt hier erstmal den ersten Dankeschön. Weg mit dir. Die bringen halt alle kaum Geld. So, was können wir damit machen? Wir können nicht mal das aktivieren. Es ist echt zu wenig. Gut, dann nehmen wir erstmal hier. Armenhof, keine Ahnung, ob das gereicht hat. Der hat gereicht. Für den nächsten jetzt aber nicht mehr. Gut, dann lassen wir jetzt erstmal wieder. Wir haben wieder relativ viel Kampfkraft. Dann lassen wir es erstmal so. Nochmal her damit. Oh, Alter, es ist so unglaublich warm. Ja, alle Upgrades bitte einmal kaufen. Dankeschön. So, dann geht es jetzt hier weiter. 70, 80, 90, 100. Perfekt. Gibt es noch eins? Ja. 125 kriegen wir auch noch. Sehr schön. Dann haben wir jetzt tatsächlich auch hier... Achso, gut. Es hatte mit Gold gar nichts mehr zu tun. Ja gut, Gold sind bloß die ersten vier Dinger. Da war ja was, die anderen beiden hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht, aber gut. Wir kaufen sowieso einfach alles, was wir bekommen. Geld genug ist da. Ich wünsche, dass wir auch im echten Leben so, dass man einfach mal in den Laden geht. Ja, ich hoffe bitte einmal alles, Geld ist da. Wäre ganz geil. Okay. Wisst ihr was hier? Lecco Mio, das ist alles Schwachsinn. Auch wieder nichts. Was machst du hier unten? Du brauchst sowieso noch ein bisschen. Tja, na gut. 5 Minuten können wir hier auch wieder neue Missionen auswählen. Hoffentlich gibt es dann auch Goldmissionen.
Weil das ist, wie gesagt, das Einzige, was derzeit uns was bringt. Und wir können schon wieder hoffen, wir den Level kaufen. Sehr schön. Danke, danke. Danke, danke. So. Wir kommen langsam in den 100er Bereich. Yay! Das heißt, wir können morgen, also morgen den ganzen Tag im 100er Bereich farmen. Ich hoffe einfach mal, wir kommen auch schon in den 200er Bereich. Da müssen wir sowieso. Früher oder später. Weil in dieser Ascension ist jetzt halt die letzte Ascension. Kein Fisch. Kein Rubin. Danke dafür. Ja, denn in dieser Ascension machen wir nichts anderes mehr als die Transcension. Das heißt also, wir müssen sowieso früher oder später mindestens bis Level 300. Ich habe ja wie gesagt noch vor, weiterzugehen. Mal gucken, bis wohin wir kommen. Ich bin auch noch nicht festgelegt darauf, dass wir morgen die Transcension machen. Wie gesagt, ich lasse mir da erstmal Zeit. Ja. Wenn wir natürlich irgendwann über Level 300 sind und sich da wieder der Browser festfahren sollte, yay, Level 100 Monster, Boss, der sich der Browser wieder festfahren sollte und für unsere Combo verlieren, dann machen wir natürlich die Transcension. Aber solange wir die Transcension erstmal haben und noch relativ flüssig durchkommen, ohne allzu viele Anstrengungen, werde ich auch erstmal weiter leveln, so lange, wie gesagt, wie es halt geht. Damit wir möglichst viele Heldenseelen haben, weil anhand der Heldenseelen wird ja berechnet, wie viele Transcension Souls oder wie die Dinge heißen, wir dann bekommen. Und da sollten wir doch schon ein bisschen was haben, weil das Problem ist halt, Transcenden sollte man wirklich halt nur so selten wie möglich, weil nach jeder Transcension brauchst du halt erstmal wieder ein bisschen Anlaufphase. Heißt also, es wird am Anfang immer extrem träger. Deswegen habe ich keinen Bock, jetzt 50 Mal zu transzenden. Das kommt dann auf Dauer auch nicht gut. So. Na komm. Na komm. So. Gut. Da brauchen wir noch ein bisschen. Ja, Eevee. Okay, dann würde ich mal sagen, wir sind jetzt mittlerweile wieder an einem Bereich, wo es... Oh! Wir haben ein Bild... Nee, ein Bildmuster bekommen. Keldenkauf, Level Out... Also die ersten beiden Sachen... hier, die ersten beiden Punkte sind auf jeden Fall Sachen, die sich lohnen. Gut, dann nehme ich dich mal raus. Nein! Nehme ich dich rein? Geht das so rum? Ja, rum geht's. Okay, recyceln. Ach ja, siehst du, gibt's noch einen Trick. Bist du sicher, dass du Gegenstände erhältst? 20 Schmiedekerne. Jetzt gibt's aber den Trick, wenn ich den hier nehme und upgrade, das kostet mich einen Schmiedekern. Bup. Jetzt nochmal upgrade, das kostet mich das 2 Schmiedekerne, also insgesamt 3 Schmiedekerne. Bup. Nochmal sind es dann 4, insgesamt also 7. Bup. Und jetzt recyceln, da bekomme ich mehr zurück, als ich reingesteckt habe. Geil. So kann man noch ein bisschen tricksen. Ja. Ich würde mal sagen, wir ihn ableveln wird langsam ganz schön teuer. Wir gucken mal, was wir hier noch so haben. Chance auf 10 mal Gold, ja. Level Schaden für kritisches Klicken, Kosten für Helden. Das wäre halt nice. Bekommen wir aber hier tatsächlich auch und der ist sogar schon weiter für Heldenkauf und Levelaufstieg. Chance auf Sekunden Bosskampftimer und Sekunden Superklickdauer. Also das zweite wäre halt ganz geil. Ja, die sind halt alle so gleich Low-Bob. Das beste wäre halt hier, aber hier sind wir halt schon Level 15. Jedes weitere Level kostet also extrem viel. Schaden für kritisches Knie. Komm, wir nehmen einfach mal den hier. Easy. Danke dafür. Deine Mutter. So. Achso, jetzt können wir eh nicht mehr weitermachen. Gut, dann machen wir jetzt mit den restlichen Dingern den hier. Und dann haben wir es doch schon fast. Hä? Was nicht 4? Ach, Level 4. Okay, 8 würde ich gerne. Gut, nee, dann nicht. Und die restlichen Butterwerke auch hier rein. Why not?
Ich weiß nicht, ob es bringt, hier was aufzuheben. Also bei den Helden ist es ja so, für jeden Helden, für jede Heldensiel, die man halt da zusätzlich hat, bekommt man halt 10 Bonusschaden. Ich weiß nicht, ob man hier auch was dazu bekommt, wenn man die einfach lagert. Von daher lassen wir die einfach mal. So, okay. Ja, das noch nicht, egal. 6 Level gehen schon mal rein. Oh, wir hängen? Warum hängen wir denn? Was ist denn hier los? Nee. So etwas gibt's da gar nicht. Und unsere Söldner. Ach ja, hier, genau. Bam, bam, bam. Hoffentlich. Ja, sieht doch schick aus. Das wird immer schlimmer. Okay. Naja. Gut. Mindestens eine gute Quest war dabei. Wir können uns jetzt ein paar mehr Level holen. Sehr schön. Und auch schon das Ding. Gut, der nächste wäre dann der hier. Der kostet aber noch ein bisschen. Da müssen wir noch sparen. Gut. Level 14. Auch ganz geil. Aha, kriegen wir. Nee, der kostet der einfach noch ein bisschen. Warten wir jetzt noch 5 Minuten? 2E24. Naja. Hätten wir hiervon von ihm ein Level. Ja, wobei, das geht relativ. Das geht, kann man machen. Ach, diese Schatztruhe, da geht sowieso. Oder auch nicht. Das ist alles lang da mir. Ach ja. Ich hoffe, wir kriegen endlich mal, aber ich hoffe, also ich, ja, keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, wann wir endlich diese Thing bekommen mit diesen Gilden. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich sollten wir schon längst Zugriff auf die Gilden haben. Ah, schon geht's wieder schneller hier. Easy. No problemo. Momentchen mal, wo ist unsere Armen hopp? Warum haben wir noch kein Symbol hier für Reborn? Achso, weil wir die noch nicht auf Level 100 geskillt haben. Na gut. Können wir jetzt mal nachziehen hier. So, holen wir uns erstmal die ganzen Upgrades. Hopp. Sehr schön. Sieht gleich viel besser aus. So, können wir uns von dir mittlerweile ein paar Level. Ja, sehr schön. Gut. Dann lassen wir das alles erstmal so. Komm, dich gebe ich hier noch. Danke dafür. Stehen noch irgendwelche Sachen auf? Ja, war doch klar. Danke dafür. So. Und ansonsten haben wir aber alles. Sehr schön. Bam. So, der kostet 2,27, haben wir auch gleich zusammen. Das geht doch hier alles Schlag auf Schlag, ist doch ganz geil, würde ich mal sagen. Nee. Bei mir sind auch ein paar Söldner vorbei. Nichts bekommen, Arschloch. Habe ich nicht offiziell gesagt. Falls jemand fragen sollte. So. Ah, nee, ist so teuer. Wobei doch, das könnte funktionieren. Jawohl. Dankeschön. Yay.
Damit haben wir alle Skills. Das geht auch. Und der nächste bösere Bossi. Na komm, einfach mal ein bisschen nach. Sonst dauert mir das hier noch zu lange. Dankeschön. So, wie viele bekommen wir mittlerweile? 9 Grad mal. Oh Gott. Ah ja, wie gesagt, wir haben ja noch 170 Level vor uns. Vielleicht wird das ja noch was. Es wäre halt schon geil gewesen, wenn wir schon vorher ein bisschen mehr Heldenziele bekommen hätten. Dann hätten wir die hier schon wesentlich höher hätten leveln können. Aber richtig losgehen mit Heldenziele tut es halt erst ab der ersten Transcension. Und die dauert halt noch ein bisschen. Yay. Da geht... Oh. Ja doch, komm. Was war noch das hier? Ja, nichts bekommen, oder? Nice. Ich meine, dauert zwar ewig, bis wir da hinkommen und die Fischer werden bis dahin garantiert sterben. aber wenn das klappt, dann kriegen wir zumindest einen ordentlichen Geldschub. Dann, wenn es soweit ist. So, apropos Geldschub, wir haben gerade schon Geldschub bekommen. Jawohl. Wow, ein Level. Immerhin. Immerhin. Der nächste Geldschub kommt ja auch gleich wieder. In 2 Minuten. Sehr schön. Ja, das ist ja ganz geil. Ja, das heißt, die beiden sind für uns erst morgen erreichbar. Beziehungsweise, ich nehme heute ein bisschen später auf, es ist schon 8:30. Also, als ich die Aufnahme gestartet habe, war es schon 8:30. Knapp. Das heißt also, wenn wir morgen wirklich um 8 Uhr aufnehmen sollten, also um 20 Uhr, dann sind die noch gar nicht fertig. Heißt also, wenn ich dran denke, dann nehme ich morgen vielleicht auch ein bisschen später auf, damit wir bis dahin die Dinger hier haben. Aber wenn ich nicht dran denke, dann müssen die halt bis übermorgen früh warten. Das Schöne ist, soweit ich weiß, wenn sie ihre Mission abgeschlossen haben, können sie auch nicht mehr sterben. Zumindest sind mir bisher noch keine verstorben, die bereits fertig waren. Sondern bisher immer nur auf Mission. Also so, ja, solange die halt noch auf Reise waren quasi. Ich hoffe mal, das war bisher halt nicht einfach nur Glück, sondern es ist auch wirklich so. Aber die Frage ist halt, ob sie die Reise an sich überhaupt überstehen. Weil 24 Stunden, ja, da ist alles offen. Ist nicht so hoffnungslos wie eine Zweitagesmission. Ich meine, bei einer Zweitagesmission, da hatte ich bisher eine Sterbensrate von 100%. Heißt also, ich hatte noch nie jemanden, der von einer Zweitagesmission zurückkam. Schade eigentlich, aber gut, ist halt so. Ja, von daher. Na komm. Danke. Bam. So, easy. Ich hatte die Frage, lasse ich das jetzt so? Machen wir voll. Ah, da war ja noch was. Ich wollte gerade schon wieder beenden hier. Gut, wieder ein Geldboost. Achso, das ist jetzt der mit Level 39. Das wird erstmal nichts. Oh, 3 Heldenseelen. Yay. Gut, mal gucken, bis wohin wir noch kommen. Ich meine, ich würde den jetzt tatsächlich vielleicht einfach laufen lassen, also das Ding hier aktiv lassen und ja, dann würden wir, wie gesagt, morgen sehen, bis wohin er kam. Haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Weil es ist... Ich habe jetzt keinen Bock noch zu warten. Es ist mir tatsächlich einfach zu warm. So, wie viele Rubine war? Ah, 15 fehlen noch. Aber die sollte man morgen zusammenbekommen. 15 Rubine in einem Tag. Das klingt gut, das sollte passen. Gut, dann würde ich, wie gesagt, mal sagen, ich guck mal, wie weit er noch kommt und ja. Dann sehen wir uns morgen früh in aller Frische.
In dem Sinne, ciao. Mit V.